Pen and Paper Spirit Hunters. Was werden da? Ja, Pen and Paper Spirit Hunters. Ah, das kleine geisterjäger Abenteuer. Okay, cool. Ja, so haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es nennen. Sind noch keine Spieler in Roll20 drin. Hä, doch. Also ich sehe bei mir gerade... Vermutlich. Oder ich, ja, bin im, oder ich bin im Falschen drin. Nee, das glaube ich nicht. Im Falschen drin. Ah, jetzt. Seid ihr beiden auf einem Account drauf, oder? Ja. Okay, dann wird das sehr verwirrend bei den Würfeln. Beim Würfeln wird das sehr verwirrend, aber... Naja. Das freut mich. Das Abenteuer wird schon verwirrend. Würfeln wir nicht über die Cthulhu-Seite? Nein. Nein, wir im Stream. Also es wäre schon... gesehen werden. Es wäre auch besser, wenn du wenn ihr euch auch die... Wenn da nicht Morg stehen würde, könnte man auch da... Niemand guckt sich den Namen an, jeder schiebt den Namen übereinander in die Ecke, dass sie überhaupt nicht. Ja, stört. Aber die sind dann im Büffelfenster zu sehen. Zumindest minimal. Und es wäre besser, wenn ihr beiden, ihr seid zwar am selben PC, aber wenn ihr es irgendwie schaffen würdet, auf eigene Accounts in Roll20 zu gehen. Damit willkommen in der Pre-Show. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu penetrant und nervig. Gerade war es sehr leise im Stream, deswegen hat es mal ein bisschen lauter gemacht. Ich höre mal eben rein. Bisschen leiser fertig? Vielleicht noch. Hast du es fertig, Sarah? Nicht ganz. What if I told you? Das ist Werbung. In super Lautstärke. Warum ist die Werbung lauter als die Musik? Das ist ja interessant. Das ist ganz oft so bei YouTube. Das ist weil YouTube. Sehr schön. Hat gerade volle Pulle Werbung. Wer hat mir da wieder Sachen aufs Bild? Na dann. Niemand. Da waren schon wieder rote Punkte. Wer hat es gemacht? Aber früher oder später wird da wieder drauf geschmiert. Na dann. Ich würde mal sagen, willkommen zur Pre-Show von Pen Paper Spirit Hunters, dem Halloween Special Cthulhu Abenteuer. Musik stimmt schon, Hintergrund stimmt schon. Da würde ich sagen, stellt uns Modi mal vielleicht als erstes vor, in welchem System wir überhaupt jetzt spielen, wie das System so funktioniert. Und dann würde ich sagen, die Charaktere müssen auch mal vorgestellt werden, mit wem wir heute denn so überhaupt in dieser Runde es zu tun haben. Warte, Sarah, komm nicht ins Roll20 rein, weil du ihr noch nicht die Rolle gegeben hast, Mordi. Eine Rolle? Ist das nicht generell verlinkt? Nein, okay. Das ist, glaube ich, auf den Chat, den sie nicht sehen kann. Was? Ja, der okay, dann regelt das nochmal am Anfang des Streams. Gibt es noch ein paar organisatorische Probleme? Das ist ein Plan und sonstiges, glaube ich. Ja. Ich packe einfach mal alle rein. Oder? Danke. Geht's? Ah. Ja. Sobald alle Spieler dann auch im Spiel drin sind, können wir damit anfangen, das System vorzustellen. Tod und Verderben. Fertig. So ungefähr. Ja, im Grunde schon. Gut, Roll20 brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Das dürfte inzwischen bekannt sein für die neu sind, die jetzt nur dieses One-Shot sich angucken. Man sieht Würfelergebnisse und Bilder. Für mehr benutzen wir es nicht. Man sieht Bilder und die Würfel sieht man dann dort in dem rechten Fenster, wo der Kürbis drauf steht. Da ist dann der... Direkt unterm Kürbis sieht man dann Würfel ergebnis eingeblendet. Sieht dann ungefähr so aus. Mach's mal gerade vor. Das müsste jetzt schon zu sehen sein. Alles gut läuft. Alles klar. Ja, genau, dort erscheint dann Würfel links. Ist dann. Ja. Ist das auch bei diesem System so, dass die höhere Zahl, also wenn man 100 würfelt, ist das ein kritischer Misserfolg und wenn man 1 würfelt, ist das ein kritischer Erfolg? Ja, es ist auch ein B100-System. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass How to Be a Hero grob auf Cthulhu basiert.
ehrlich gesagt. Von mir mittlerweile, wo ich mich in beide Systeme vertieft habe, sehr überzeugt. Ah, ja. Mein Gott, schmiert mich dann auf meinen Bildern rum. Unsere Charakter... Wer schmiert denn da rum? Also ich nicht. Meinst du die roten Punkte? Ich glaube, die sind auf dem Bild. Nein, sind sie nicht. Ich kenne dieses Bild. Ich habe dieses Bild sehr lange erstellen müssen. Wir wurden gehackt. Irgendjemand schmiert hier rum. Also aber ich schmier ausnahmsweise wirklich nicht auf dem Bild. Ich schmier garantiert auch nicht rum. Also das ist... Da muss das wohl selber gewesen sein, Modi. Natürlich. Ja, aber bei Sarah sind die Punkte nicht mehr drauf. Deswegen keine Ahnung. Es ist gruselig. Die auch alle weg. Morty, vielleicht haben wir einen Geist hier. Vielleicht haben wir einen Geist hier im Stream, der da rumkritzelt. Nehmen wir uns einfach die Rechte weg. Das ist gruselig. Wenn sie wieder auftauchen, was sagst du dann? Dann wird's spooky. Ja, ich akzeptiere einfach. Gut, dann erkläre ich mal das System, würde ich sagen, oder? Ja, unsere Charakterbögen sehen zumindest etwas anders aus. Also. Ja, gut. Was haben wir denn hier? Also, wie gesagt, wir spielen heute mit einer stark vereinfachten Version von Cthulhu, weil die generelle Version, die ist sehr, sehr, sehr regelintensiv. Das wäre für den Stream wahrscheinlich ungeeignet. Nehme ich an, deshalb ein bisschen abgeschwächt. Wir haben verschiedene Werte, auf die wird gewürfelt. Wenn das Ergebnis vom Wurf geringer ist als der Wert, den man auf die Fähigkeit hat, hat man die Probe geschafft. Wenn nicht, dann nicht. Interessant ist hier, wenn man weniger als 50% vom Wert erreicht beim Ergebnis, dann hat man einen starken Erfolg, und bei weniger als einem Viertel ist es ein kritischer Erfolg. Und das macht auch generell Unterschiede, auch wenn die Probe jetzt nicht unbedingt erschwert war. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, würfel mir, wenn es kein kritischer Erfolg ist, dann hast du es nicht geschafft. Warum nicht? Okay. Du musst doch auch die Website davon öffnen. Es ist durchaus leichter es zu schaffen und leichter zu verkacken. Es ist leichter einen kritischen Misserfolg zu zählen und leichter einen kritischen Erfolg zu schaffen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, wirklich kritisch zu failen. Das muss ich gerade nochmal kurz nachlesen. Oh doch, die wird's geben. Beziehungsweise ich würfle einfach mal ganz kurz ein paar Mal, dann sehe ich das. Es wird Möglichkeiten geben, wie wir so einen kritischen Misserfolg haben werden, dass wir allesamt sterben werden. Das hat Monty schon angekündigt. Es gibt nur Misserfolge. Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht. Entschuldigung, ich bin in dem System auch nicht so 100% perfekt drin. Ich leite es zu selten, leider. Hier wurde doch aber schon ganz oft ausgegeben. Kritischer und extremer. Doch? Ich hatte vorhin eine 99. Ja, es gibt kritischen Erfolg, aber keinen Misserfolg. Es geht um Misserfolg. Der kritische Misserfolg, einigen wir uns darauf, ist dann der Tod. Nein. Es gibt keinen kritischen Misserfolg, aber Proben können jederzeit, wenn schlüssig erklärt wird, warum, wiederholt werden einmal, und sollte dann ein Misserfolg passieren, dann wird es für mich lustig. Das war die eine Änderung. Entschuldigung, das hatte ich jetzt nicht mehr ganz drin. Also Geistesblitzpunkte haben wir hier nicht, aber... Hast du im Prinzip unbegrenzte, wenn du mir sagst, warum es Sinn macht, dass du oder ein anderer Charakter dasselbe nochmal wiederholt. Aha. Und wie gesagt, wenn, dann wird das potenziell böse. Wenn das dann schief geht, dann kann die Welt zusammenbrechen. Ja, dann kann es halt passieren, dass du zum Beispiel das Monster, das deinen Kollegen festhält, zwar erstichst, aber gleichzeitig auch deinen Kollegen mit. Zumindest kann die Welt für den Charakter zusammenbrechen. Ja, das kann passieren. Und damit wären wir schon bei den Charakteren. Die Charaktere sind jetzt in dem Screen nicht eingeblendet, weil ich keine Bilder gekriegt habe von den anderen Spielern. Das ist auch heute nicht weiter wild. Müsst ihr euch einfach vorstellen, wie sie beschrieben werden. Müsst ihr sie ausführlicher beschreiben, eure Charaktere. Beim nächsten Abenteuer bei Sufora wird es dann wieder
die Figuren kennt ihr ja, die gibt's dann auch im Hintergrund eingeblendet. Und beim Weihnachtsabenteuer, was wir am 10. Dezember spielen, da will ich dann bitte auch schöne 3D-Figuren im Bildschirm haben. Für heute sollte das erstmal so reichen. Ja, stellen wir mal die Charaktere vor. Hier haben wir noch zwei andere Spieler. Mal, sagen wir mal Ladies first. Sarah, fang du mal an. Okay. Ich habe meine Ausrüstung leider noch nicht. Also meine Person ist 60 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Ort namens Ketterman. Und ist weiblich. Und sie arbeitet allgemein auf dem Jahrmarkt, denn sie glaubt, mit Geistern sprechen zu können und ist darin sehr gut. Ob sie es wirklich kann, ist, oder ob ich es wirklich kann, ist nicht klar. Und genau, also schon etwas älter, ich habe graue Haare, ich schiele sehr stark. Allgemein behandle ich irgendwie alle anderen so familiär wie meine Enkel und meine Tochter Lauren ist mir auch sehr wichtig, die folgt meiner Lehre und sieht sich ebenfalls als Medium und denkt an Geister glauben zu können und leider habe ich auch einen Tick, weil da ich ständig die ganzen Geister sehe und die Schwingungen wahrnehme und so, möchte ich leider nichts mit bloßer Haut berühren. Deswegen ist nur mein Gesicht nicht bedeckt. Ja. Da bin ich also nicht der Älteste heute in diesem Abenteuer. Das stimmt auf jeden Fall. Mathematisch gesehen. Gut. Da habe ich gerade schon angefangen. Dann erzähle ich mal weiter. Ich bin wahrscheinlich der zweitälteste Charakter im Spiel. Wie war denn der Name von deinem Charakter? Hast du das gesagt? Meine Person heißt Ruth Becker. Ja. Okay. Wir haben es jetzt zu tun. Also ich spiele heute Abend den Lieutenant General in Ruhestand, Lester Strickland. Ich habe eine jahrelange Erfahrung in der US Army, Marine Corps habe ich gedient. Army ist ja ein bisschen was anderes. Ich bin 56 Jahre alt, männlich. Wer was anderes behauptet, der soll mal herkommen. Er ist sehr männlich. Ich bin, also ich, ja, das Armeeleben, das Marineleben, es härtet einen ab, das macht einen zum wahren Mann. Im Irak, glaube ich, war ich unterwegs und bin dort auch schon auf so ein paar, also bei den Verhören beim Eindringen in die Lager der Terroristen, es sind mir auch schon so einige, die Terroristen beschrieben es als übernatürliche Dinge, aber irgendwie ist mir da was aufgefallen. Also da gab es schon irgendeinen Mythos, hatten die da bei sich. Also da bin ich schon zum ersten Mal mit so ein bisschen einem kleinen Mythos in Berührung gekommen. Irgendwas mit Cthulhu haben die dort geredet. Ich bin in Ruhestand nach meinem Einsatz. Ich habe auch einen kleinen Tick, also vielleicht ein bisschen größeren Tick. Molly schreibt mir gerade, ich bin im Discord tot. Das ist sehr schön. Im Discord stirbt gerade, aber für den Stream bin ich noch zu hören. Das ist sehr schade. Warum mich die anderen zumindest für gerade nicht. Wir versuchen das gleich wieder zu fixen. Aber ich bin in Oregon, in Portland aufgewachsen und ich versuche jetzt mit meinem Ruhestand so ein bisschen, ich will jetzt hier ein bisschen Action haben im Ruhestand und ein bisschen Abenteuer erleben und bin da für ein Abenteuer mit den anderen bereit. So, da versuche ich mich mal zu disconnecten.
vorigen Abenteuern von jemandem mitgenommen wurde. Okay, bin ich jetzt wieder zu hören? Also ich höre euch jetzt wieder. Hi. Ah, du lebst wieder. Okay, Discord ist gestorben, zwischendurch. Nein, du bist gestorben. Uns ging's gut. Okay, also das Team hat mich weiter gehört. Das ist, ja, ich weiß, da habe ich sie auch da geschrieben. Ist interessant. Hast du dich denn auf die Mute-Taste gesetzt? Nee, habe ich nicht. Aber irgendwie Discord ist heute... Discord hat Probleme. Ich hoffe, dass das... Discord ist lustig heute. Ich hoffe, das geht heute klar. Wenn nicht, müssen wir mal gucken. Wie hast du eigentlich heute einen PC gekillt, gehabt? Das war ganz einfach, weil gewisse Leute in diesem Haushalt denken, oh, da ist ein rotes Lämpchen und das Gerät leuchtet nicht. Da mache ich mal die Steckerleiste aus. Das neigt dazu, PCs gerne mal zu killen. Aber Strom halt plötzlich unterbrochen wird. Ja, aber wenn man richtig runterfährt, dann ist das ja kein Problem. Er ist ja nicht richtig runtergefahren worden. Yeah. Ja, offensichtlich. Ein Kaltstart bei einem PC ist ein bisschen, ist was man nicht oft machen sollte. Ja, ganz genau. Warte, was? Ja. Was ist gefragt? Sind die einzigen beiden, mit denen ich halt anfangen kann. Gut, dann haben wir aber auch. Dann haben wir mal noch einen. Wünschelrute. Du unterbrichst ihn die ganze Zeit. Wir haben noch einen Spieler, der sich hier noch vorstellen muss. Ich habe meine Ausschweifungen waren jetzt sehr ausschweifend. Ich bin auch noch Kettenraucher, also entschuldigt mein bisschen Husten, also das passt sehr gut. Ja, ab und zu mal ein bisschen Huste. Es liegt am Rauchen. Jahrelang geraucht, das ist. Du rauchst ich bin immer noch. Deswegen huste ich auch. Ich wohne nur in den USA, deswegen huste ich. Nee. Ich bin der Vito Castro, ich bin ein Reporter. Und ich bin 30 Jahre alt und arbeite als freier Journalist und suche mir deswegen immer so Arbeits. Ich kriege aber immer nur so schlechte Formate und deswegen bin ich jetzt auch hier. Und weil hierfür kein Redakteur gefunden wurde, dann hat man einfach irgendjemand gesucht und hat mich hier reingeworfen. Und ich bin einfach so ein typisch junger Mann, so kurze Haare, ganz normale Klamotten, also nichts Besonderes vom Aussehen her. Ich versuche immer viel aufzudecken oder interessante Dinge zu finden bei den Formaten, die ich führe, aber meistens funktioniert es nicht und ich habe eine Arachnophobie. Oh, das wird lustig. Ich hoffe, es kommen einfach keine Spinnen dran. Bestimmt nicht. Wenn der Spielleiter von deiner Angst wusste, kommen bestimmt keine Spinnen ran. Erstens, ich wusste bis eben nichts davon. Zweitens, ich hatte den Charakter Sumpf. Ja, da hast du aber das Zeug nicht eingetragen. Hä, doch? Wir haben uns. Dann hat's, ich hab's bei mir nicht geschickt. Warte. Wir haben uns bestimmt nicht Schwächen gegeben. Hast du es vorher gespeichert? Ja, habe ich. Aber ich lösche den alten nochmal. Vielleicht funktioniert es dann. Wir haben uns bestimmt nicht Schwächen geben müssen, damit der Spielleiter das einbauen kann. Übrigens, ich habe zwei, bei mir sind zwei Charaktere da. Ich habe nämlich noch einen Hund dabei, der gute Robert. Der ist immer noch an meiner, das an meiner Seite. Das sind zwei Begleiter. Also momentan, also ist zumindest den nehme ich auf meine Arme gerne mit. Der ist mein treuer Begleiter. Ich frage erneut, ist er dabei? Ja oder nein? Das ist wichtig. In der Regel ist der dabei, wenn der wird. Wir sind ein unzertrennbares Team, wenn dem was passiert, ich will es mir nicht vorstellen, das könnte dem armen Lester etwas zu schaffen machen. Modi öffne, kannst schon mal Twitter deinstallieren, wenn du einen Hund tötest. Das wird. Ja. Übrigens, da ich gerade darum gebeten wurde, ich habe mal blind in meine Sammlung von Büchern gegriffen und mindestens eine Person kriegt jetzt ein Buch. Aha. Ich wollte nicht die Story nehmen für meinen Hintergrund, die generiert wurde. Die wäre auch einfach zu unterhaltsam gewesen. Also, wir haben es auch fast schon 19 Uhr, also wenn jetzt.
wenn jetzt alle ihre Charakterbögen vollständig haben, alles technisch geklärt ist, dann würden wir gerne mal ins Abenteuer starten. Gut, ihr wollt ins Abenteuer starten. Habt ihr alles bereit? Hat jeder sein Inventar? Also, da gibt es noch Ausrüstung zu verteilen, irgendwas zu klären? Ja, nur weiß ich nicht. Möchte noch jemand irgendwas Spezielles fürs Inventar haben? Wir haben bis jetzt jemanden mit einem Schweizer Taschenmesser. Wir haben einen mit mehr Waffen, als die Bundeswehr besitzt. Und wir haben jemanden mit einem Buch. Ich kam ja auch nicht aus der Bundeswehr. Das ist der Unterschied. Ja. Ist ja. Ja, wieso? Dann hättest du trotzdem mehr Waffen als die Bundeswehr, einfach weil du sie das auch, ja. Ich bin ja Ami. Ich bin Ami, deswegen. Jetzt kannst du einfach suchen. Völlig irrelevant, was die Bundeswehr hat. Und den Resi. Also ich würde gerne nochmal ein bisschen Musik anmachen, die ein bisschen länger dauert. Darf ich mir eine E-Gitarre mit einem echten Ziegenschädel? Nein, Spaß. Warum? Was hast du mit Ziegen? Sorry, aber was hast du mit Ziegen? Steht es nicht drin in dem Teil, was ich dir gerade sogar geschickt habe? Ja, es ist. Ich wiederhole, ich habe deine Daten nicht. Ich habe sie gerade per Screenshot geschickt, weil ich nicht speichern wollte. Ich fände diese Musik im Grund, aber was soll das? Das habe ich mit Ziegen. Ich guck mal kurz. Mystisch genug. Weil mich das jetzt kurz interessiert. Entschuldigung. Ich habe auch gestern... Ah ja, Sex. Was? Was? Hä, das und steht das, da nicht mal. Wenn ich sage, dass es da steht, dann steht es da. Eine interessante Sache. Ich hab gestern auch schon, nicht gestern, sondern am Donnerstag, als ich eine Proberunde mit nicht streamenden Spielern gespielt habe, festgestellt, dass ein Track in meiner Playlist einfach universell für alle Abenteuer benutzbar ist. Und da gibt's einen, der eigentlich für Fantasy gedacht ist, aber das passt auch sehr gut bei Weihnachten mit rein. Das passt für Halloween mit rein. Das ist da. Es ist immer Last Christmas. Nee. Ist tatsächlich ein Dallas. Warum ist es nicht Last Christmas? Wie kannst du es wagen? Es ist Fantasy-Waldmusik. Der Root Sandstorm. Auch nicht schlecht. Passt überall rein. Ich möchte ganz kurz anmerken, Dudelsack spielen in Schottland, wirklich. Ey, das ist ein Studiengang. Ich weiß, aber wirklich. Ja. Gut, wollen wir dann mal starten. Die lockt sich einer mal aus und wieder ein. Das ist immer sehr, sehr offensichtlich. Schön. Offensichtlich. Ja, da stand, ich habe keine Connection mehr zum Server gehabt. Läuft heute alles technisch einwandfrei. Internet ist heute wieder ein Highlight. Ja. Gut, Modi, führ uns ins Abenteuer ein und lass uns mal langsam starten. Weil das gut. Wird sonst spät. Auf geht's. Gut, also.